meine Damen und Herren. Das nördliche Europa kämpft gegen Schnee. Glatteis, meterhohe Schneeverwehungen und Hochwasser verursachten in Schottland, im Norden der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR sowie in Dänemark ein Verkehrschaos. Zerstörte Versorgungsleitungen führten zu Stromausfall und verschärften die Situation. Nördlich des Nordostseekanals brach der Verkehr bei pausenlosem Schneefall und starkem Oststurm fast völlig zusammen. Die Autobahn Hamburg-Flensburg wurde zwischen Schuby und Schleswig gesperrt. Die Übergänge nach Dänemark waren am Nachmittag geschlossen. Stundenlang mussten Autofahrer in ihren Wagen ausharren. Nur im Schritttempo können sie jetzt weiterfahren. Die Polizei warnt immer wieder Silvesterurlauber, mit dem Wagen nach Dänemark oder an die Küsten Schleswig-Holsteins zu fahren. Bei orkanartigen Stürmen spitzte sich die Lage in einigen Gebieten am Nachmittag noch zu. Mehrere Dörfer sind abgeschnitten. Montagetrupps, die abgerissene Stromleitungen reparieren wollen, bleiben selbst mit ihrem Wagen im Schnee stecken. Fahrzeugkolonnen im Schneckentempo. So sieht es auch auf den Autobahnen und Bundesstraßen rund um Hamburg aus. Tausende von Berufstätigen, die täglich in die Hansestadt pendeln, wagten heute früh die Rutschparty. Andere ließen sich auf Fußmärsche durch Schneeverwehungen und auf unregelmäßige Busverbindungen ein. Kapriolen des Winters. An der Badischen Bergstraße blühen die ersten Mandel- und Zierkirschenbäume. Temperaturen bis zu 15 Grad über Null wurden gemessen. Der angekündigte Wetterumschwung wird Pflanzen und Menschen gleichermaßen hart treffen. Der Jahreswechsel soll ganz Deutschland eine dichte Schneedecke bringen. Diese Aussicht wird vor allem die Skiurlauber in den Alpen freuen, denn bisher mussten sie ihre Bretter meistens in den Pensionen lassen. Erst ab 2000 Meter Höhe liegt Schnee. Erfahrene Skiläufer finden dort gute Pisten. Skianfänger müssen sich dagegen seit Tagen mit Spaziergängen begnügen. In Berlin und den angrenzenden Gebieten der DDR führte ein Temperatursturz verbunden mit ausgedehnten Niederschlägen zu gefährlichem Glatteis. In Moskau herrschen sibirische Temperaturen. In den Mittagsstunden wurden minus 27 Grad gemessen. Für die Nacht sind Temperaturen von minus 38 Grad angekündigt. Extreme Wetterbedingungen auch in Großbritannien. 5 Tage lang regnete es ununterbrochen. Die Folge: Flüsse traten über die Ufer. Die Kanalisation kann die Wassermassen nicht mehr fassen. Die Behörden sprechen von den schwersten Überschwemmungen seit 50 Jahren. In der historischen nordenglischen Stadt York mussten mehrere Stadtteile evakuiert werden. Nach letzten Meldungen ist auch hier das Wetter umgeschlagen. Kälte und Schnee machen der von Hochwasser betroffenen Bevölkerung jetzt zusätzlich zu schaffen. Das Schneechaos in Norddeutschland wird von Stunde zu Stunde größer. Seit 2,5 Tagen schneit es ohne Unterbrechung. Menschen in eingeschneiten Autos, entgleiste Züge und Deichbrüche an der Ostsee. Das ist die gegenwärtige Lage im nördlichen Teil der Bundesrepublik. Im Raum Aurich und Flensburg wurde Katastrophenalarm gegeben. Auf Fehmarn und in anderen Regionen der Ostseeküste, wie hier in Flensburg, stehen weite Gebiete unter Wasser. 80 Ortschaften im nördlichsten Bundesland sind ohne Strom. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat einen Krisenstab gebildet. Ministerpräsident Stoltenberg brach seinen Urlaub ab. Die Kaltwetterfront dehnt sich inzwischen immer weiter nach Süden aus. Die Schneegrenze liegt zur Stunde etwa bei Kassel. In Schleswig-Holstein wurden die Schneefälle von orkanartigen Böen begleitet. Wie hier in den Randgebieten von Kiel türmten sich auch im Landesinnern die Schneewehen Meter hoch. 500 Menschen wurden in der vergangenen Nacht aus ihren Autos befreit. Insgesamt bemühen sich etwa 4000 Personen der verschiedensten Organisationen zu helfen. Zahlreiche Bundesstraßen sind gesperrt. Auch in der Landeshauptstadt liegt hoher Schnee. Autos sind eingeschneit. Die öffentlichen Verkehrsmittel können ihren Fahrplan nicht einhalten. Die Straßen sind kaum belebt. Ein Hubschrauber der Bundeswehr überflog das nördlichste Bundesland. Der Grund? Suche nach eingeschneiten Fahrzeugen. Sie wurden dann von Panzern aus den Schneemassen befreit. Montagetrupps sind immer noch unterwegs, um Hochspannungsleitungen zu reparieren. Krankenwagen kommen oft nur noch durch, wenn ihnen vorher Räumfahrzeuge den Weg freigemacht haben. Die Bundespost hat die Bevölkerung aufgerufen, wenig zu telefonieren, da die Batterien in den Vermittlungsstellen nicht aufgeladen werden können. Starker Wind treibt auch das Wasser in die Hafenanlagen. Am Abend soll sich jedoch die Situation an der Ostseeküste etwas entspannen.
Betroffen vom Schneechaos ist auch der Eisenbahnverkehr. Auf vielen Strecken in Norddeutschland geht nichts mehr. Der Grund: meterhohe Schneewehen. Im Hamburger Hauptbahnhof drängen sich Hunderte von Reisenden. In den Wartesälen hoffen sie auf baldige Weiterfahrt. Auf manchen Strecken gibt es Verspätungen von mehr als 10 Stunden. Autobahn Hamburg-Flensburg. Nur im Schneckentempo ging es vorwärts. Selbst Räumfahrzeuge blieben hin und wieder stecken. Die Autofahrer in Norddeutschland wurden immer wieder aufgerufen, ihre Fahrzeuge zu Hause zu lassen. Wer den Rat nicht befolgte, musste sich auf den Autobahnen mit einer einzigen Fahrbahn begnügen. Zahlreiche Kraftfahrer wurden aus stecken gebliebenen Fahrzeugen geborgen und mussten mit Unterkühlungen ins Krankenhaus. Viel Schnee auch in der Hamburger Innenstadt. Mehrere Straßen und Gehwege waren weder geräumt noch gestreut. Obwohl an solche Verkehrsbedingungen nicht gewöhnt, verhielten sich die Autofahrer diszipliniert. Es gab nur wenige Unfälle. Die Berliner mussten sich in den frühen Morgenstunden durch dichtes Schneetreiben hindurchkämpfen. Auf der Transitstrecke Berlin-Hamburg, hier der Grenzübergang Starken, war der Verkehr mehrmals unterbrochen. Reisende, die die Fahrt dennoch wagten, brauchten etwa bis zu 2 Stunden mehr Fahrzeit. Eis, Schnee und Temperaturen bis zu minus 17 Grad in der DDR. Die staatliche Nachrichtenagentur ADN meldete, etwa 8000 Räum- und Streufahrzeuge seien unterwegs, um die Straßen freizuhalten. Große Verspätungen gab es im Eisenbahnverkehr. So führen für 13 Stunden zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin keine Züge. An einigen Weichenanlagen waren Störungen im Haltsystem aufgetreten. Meldungen über Unfälle gab es aus der DDR bisher noch nicht. Die Kaltfront reicht inzwischen im Osten von der Sowjetunion bis in die DDR und im Westen bis hinein in die Niederlande und nach Belgien. Chaotische Verhältnisse auch in Großbritannien. Durch Überschwemmungen wurden mehrere tausend Briten obdachlos. In Schottland ist nur noch eine Fernstraße befahrbar. Besonders bedrohlich ist die Lage in Dänemark. Schneestürme haben auch hier den Straßenverkehr lahmgelegt. Es hat zahlreiche Unfälle gegeben. Der Rundfunk warnte die Bevölkerung, die Häuser zu verlassen. Krankenwagen können oft nur mit Hilfe von Militärfahrzeugen ihr Ziel erreichen. Hunderte von Kraftfahrern verbrachten die vergangene Nacht unterwegs in Schulen. Eisbrecher bereiten sich inzwischen darauf vor, die Wasserwege zu den Inseln offen zu halten, damit die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt ist. Aus Moskau und Norrland in Schweden wurden mit minus 37 und minus 47 Grad Kälterekorde gemeldet. In Hamburg fiel das Thermometer auf minus 10 und in Berlin auf minus 13 Grad. In Stuttgart wurden dagegen noch 8 Grad plus gemessen. Der Grund für die Unwetterkatastrophe: das Zusammentreffen von subtropischen und arktischen Luftmassen. Heute Nacht soll die Quecksilbersäule in Norddeutschland noch weiter sinken. Meine Damen und Herren, Katastrophenalarm in weiteren Teilen Schleswig-Holsteins. Bei anhaltenden Schneefällen wird im nördlichsten Bundesland die Lage für die in Ortschaften und auf Höfen eingeschlossenen Menschen immer bedrohlicher. 65 Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten und ohne Strom. Lebensgefährlich ist die Lage vor allem für ältere Menschen und Kranke. Mit der Stromversorgung ist meist auch die Heizung ausgefallen. Rettungs- und Versorgungstrupps erreichten heute nur wenige der Eingeschlossenen. Auch für viele Landwirte, die zur Versorgung ihres Viehs auf Strom angewiesen sind, hat das Schneechaos schlimme Folgen. Transporthubschrauber versuchten den ganzen Tag über Notstromaggregate in die abgeschnittenen Dörfer zu fliegen. Die anhaltenden Schneestürme verhinderten dies. Morgen wollen Fahrzeugkonvois versuchen, zu den Ortschaften durchzukommen. Seit der vergangenen Nacht kämpfen 2700 Soldaten, über 4000 Polizisten und Tausende von Hilfskräften gegen die Schneemassen. 700 Militärfahrzeuge sind im Katastrophengebiet unterwegs. Mit Bergungspanzern versucht die Bundeswehr, zu eingeschneiten Fahrzeugen durchzukommen. Über 500 Menschen konnten bisher geborgen werden. Einige von ihnen mussten mit Unterkühlungen ins Krankenhaus. Noch haben wir keinen Überblick, so hieß es aus dem Krisenzentrum in Kiel, wie viele Fahrzeuge noch in den meterhohen Schneewehen stecken. Der größte Teil der Straßen Schleswig-Holsteins ist immer noch unpassierbar. In einigen Kreisen herrscht für den privaten PKW-Verkehr striktes Fahrverbot. Hier auf der Autobahn Hamburg in Richtung Flensburg kommt man nur bis Rendsburg voran. Autoreisende, die sich in Dänemark aufhalten, werden dringend davor gewarnt, sich in Richtung Süden durchzuschlagen.
Die Polizei weist auch darauf hin, dass Grenzübergänge und Fährhäfen geschlossen sind. Seit fast 60 Stunden peitschen orkanartige Stürme das Ostseewasser gegen die Küste. In mehreren Badeorten wurden Uferpromenaden und Deiche überflutet. Hier bei Damm 2000 drückten Wasser und Strom diesen verdeuten Ausflugsdampfer auf die Seite. Der Winter ist auf seinem Weg nach Süden inzwischen am Main angelangt. Das hieß heute Verkehrschaos auch für Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Nach wie vor behindert ist auch der Berlin-Verkehr. Die Deutsche Bundesbahn fährt nur im hohen Norden nicht. Die Züge haben aber verschwunden. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den Katastrophengebieten Norddeutschlands hat sich die Lage bis zum Abend leicht gebessert. Die bisherige Bilanz des Schneechaos und des plötzlichen Kälteeinbruchs, 12 Tote. Etwa 10.000 Helfer in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben die meisten Verkehrswege inzwischen zumindest notdürftig geräumt. Die Landesregierung in Kiel rechnet noch mit mehreren Tagen, bis sich die Lage wieder normalisiert hat. Für private Autofahrer sind im nördlichsten Bundesland noch immer viele Straßen gesperrt. Auch auf mehreren Eisenbahnstrecken ruht dort der Verkehr. 30 Ortschaften sind noch immer ohne Strom. Klirrende Kälte, blauer Himmel und Sonnenschein. Schleswig-Holstein heute Morgen. Nach den Stürmen der vergangenen Tage hieß das für den Krisenstab in Kiel endlich Hubschrauberwetter. Über 30 Helikopter von Bundeswehr und Grenzschutz versorgten eingeschlossene Ortschaften, brachten Notstromaggregate und flogen Patienten in Krankenhäuser. 3000 Soldaten sind seit über zwei Tagen mit Spezialfahrzeugen unterwegs, um die wichtigsten Straßen zu räumen, Autos wieder flott zu bekommen. Als unverändert schlecht umriss heute ein Sprecher der Bundesbahn die Lage des Zugverkehrs. 6 Schneefräsen arbeiten sich auf dem Schienennetz vorwärts. Immerhin gelang es heute, einen steckengebliebenen Reisezug nach Flensburg durchzubringen. Klare Sicht auch an der Ostseeküste. Der Sturm war in der vergangenen Nacht abgeflaut. Ministerpräsident Stoltenberg, der seinen Urlaub abgebrochen hatte, flog heute in das nördlichste Katastrophengebiet. Der Kreis Schleswig ist besonders schlimm betroffen. Hier waren die meisten Ortschaften abgeschnitten und ohne Strom. Unzählige Tiere sollen in vollautomatischen Schweinemästereien und Hühnerfarmen verendet sein. Im deutsch-dänischen Grenzgebiet wurden Notquartiere eingerichtet, in denen steckengebliebene Autofahrer den Jahreswechsel verbrachten. Inzwischen ist erste Kritik laut geworden. Es wird von mangelnder Koordinierung in den Katastrophenstäben gesprochen. Auch sei die Bundeswehr, so ein anderer Vorwurf, zu spät eingeschaltet worden. Wir sind ja noch in einer Katastrophensituation, können also nicht eine Schlussbilanz ziehen. Aber wir werden in den kommenden Wochen als Landesregierung zu einer sehr gründlichen Auswertung aller Erfahrungen dieser Naturkatastrophe kommen. Zunächst einmal von der Schadenssituation her, dann auch zu der Frage, ob es Folgerungen für den öffentlichen oder auch privaten Sektor gibt. Und wir werden uns auch in Kürze mit der Frage beschäftigen, wenn der Gesamtüberblick vorliegt, in welchem Umfang, in welcher Weise wir Hilfe für besonders hart Betroffene als Land zu geben haben. Endlich Schnee, so freuten sich heute die Münchner. In den Alpen brachte ein Temperatursturz um etwa 20 Grad von gestern auf heute heftige Schneefälle. Zu spät für viele Kurzurlauber, die heute aus den Bergen zurückkehrten. Nach Hause, und das hieß für viele, dem Schnee entgegen. In Nordbayern sah es heute dagegen so aus. Nach den starken Regenfällen vom Sonntag sind Flüsse über die Ufer getreten. Zahlreiche Bundes- und Kreisstraßen sind unpassierbar. Am schwersten betroffen ist das Gebiet um Bamberg. Der Kälteeinbruch hat die Hochwassergefahr am Nachmittag zunächst einmal gebannt. Inzwischen hat die Bundeswehr in Norddeutschland alle Soldaten, die im Urlaub sind, aufgefordert, sobald wie möglich in die Kasernen zurückzukehren. Der Grund: Nach tagelangen Einsätzen müssen die Mannschaften in Panzern und Räumfahrzeugen abgelöst werden. Für Freiwillige und Wehrpflichtige, die bei Heer und Luftwaffe in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie bei der Marine morgen erstmals zum Dienst antreten sollten, ist die Einberufung auf den 8. Januar verschoben. Das Gleiche gilt für Hamburger und Schleswig-Holsteiner, die in andere Standorte der Bundesrepublik einberufen wurden. In der DDR sieht es am schlimmsten im Bezirk Rostock und in anderen Gebieten des Nordens aus. Hier sind nach wie vor etliche Straßen gesperrt und Eisenbahnstrecken unterbrochen. 278 Ortschaften haben noch immer keine Telefonverbindungen. Die Bewohner und die Nationale Volksarmee sind rund um die Uhr mit Räumarbeit beschäftigt.
Auch in Großbritannien sind nach schweren Schneefällen hunderte von Straßen unbefahrbar. In Schottland verkehrten keine Eisenbahnen. In London blieb der Flughafen geschlossen. Auch hier brach der Straßenverkehr zusammen. Die Stromversorgung war gefährdet. Die Kältewelle reichte inzwischen von der Sowjetunion bis hinein ins nördliche Frankreich. Den größten Temperatursturz gab es in Prag. Dort fiel das Thermometer in der Silvesternacht von plus 12 auf minus 22 Grad, also ein Unterschied von 30 Grad. Grund für den Kälteeinbruch im nördlichen Europa ist der Zusammenprall von kalter Luft im Norden und warmen Luftschichten aus dem Süden. So entstehen zum Beispiel in Amerika die gefürchteten Blizzards. Vor der Nordwest... So etwas ist ein Jahrhundertwetter. Weil die Wetterlage sich so dramatisch geändert hat, dass sie praktisch katastrophale Ausmaße annahm und die DDR damals faktisch in die Katastrophe gestürzt hat. Es waren die Naturgewalten, die den Menschen einmal an seine Grenzen geführt haben. Ja, ich soll mal so sagen, mir wurde ein neues Leben geschenkt. Winter kommt über Nacht und völlig unerwartet. Bedrohliche Schneemassen, arktische Kälte. Das Leben in der damaligen DDR gefriert. Hunger, Verzweiflung, Tod. Die Menschen, die diese Tage miterleben, werden sie nie vergessen. Eine Woche Sibirien in der DDR. Dabei beginnt alles ganz harmlos. Mildes Weihnachtswetter mit Temperaturen um 10 Grad plus. Jeder richtet sich darauf ein, dass es so bleibt. Jeder. Auch der gesamtdeutsche Wetterbericht für den 29. Dezember bleibt betont unbedenklich. Die Vorhersage für morgen. Im Norden bedeckt und zum Teil länger anhaltende Niederschläge. Östlich der Elbe Schnee, sonst Regen. Sonst wechselnd, vielfach stark bewölkt mit zeitweiligen Regenfällen. Im Norden Tiefstemperaturen 2 bis minus 3 Grad, Höchsttemperaturen minus 2 bis 3 Grad. Im Süden Tiefstwerte 3 bis 7 Grad, Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Die Lage selbst zeichnete sich für uns als Meteorologen schon 3-4 Tage vorher ab, ganz deutlich. Und wir wussten, jetzt passiert was ganz Schlimmes. Jetzt kann es zumindest für den Norden der DDR zu einer Katastrophe führen. In den frühen Morgenstunden zieht vor der Nordspitze Rügens eine schwarze Wand auf. Abends erreicht sie die Insel. Trotzdem kam diese Wettererscheinung, diese katastrophale Wetterfront, nur sehr langsam voran. Und es war schwer, den verantwortlichen Wirtschaftsorganen das so nahe zu bringen, dass sie das auch geglaubt haben, was auf uns zukommt. Auf dem Festland herrscht zu dieser Zeit noch eitel Sonnenschein. Sabine Köckritz bricht mit ihren zwei Kindern von den Minen nach Binz auf. Geplante Fahrzeit 2 Stunden. Es war verhältnismäßig warm. Sind wir eigentlich von der Mine, vom Hauptbahnhof bei schönstem Wetter und Sonnenschein eigentlich in Zug eingestiegen. Natürlich auch dementsprechend angezogen. Dünne Strümpfchen und dünne Stiefelchen, die man so gerade damals modern waren. Und auf einmal ging das eigentlich, als wenn man, wie soll ich sagen, mit einem Messer eine Torte durchschneidet. Ja, stand der Zug und auf einmal waren riesengroße Schneeflocken zu sehen, die man überhaupt noch nicht für voll genommen hat. Und soweit ich, wie ich mich noch erinnern konnte, haben wir da, glaube ich, die ersten 5-6 Stunden gestanden. Es war auch schon inzwischen eisekalt. Da fing das dann aber auch schon an mit Hunger und die Kinder anzuquengeln. Armeestandort Prora auf Rügen. Feiertagsstimmung unter den Soldaten. Am 28. abends steht Kino auf dem Kulturplan. Auch für Fallschirmjäger Lutz Landmann. Als wir zum Kino gegangen sind, ganz heftiger Schnee.
Wir hatten vielleicht schon eine Schneehöhe von ungefähr 20 Zentimetern. So sind wir ins Kino reingegangen und dann Stromausfall, ungefähr nach einer Stunde. Wir haben gewartet, Viertelstunde, halbe Stunde. Ich denke mal, so gegen 21 Uhr hat man dann die Nerven verloren, sind rausgegangen, wollten auf die Unterkunft zurück und da haben wir die Kinotür nicht aufgekriegt. Und da war schon mittlerweile gut hüfthoch der Schnee. Sofort der Einsatzbefehl. Auskundschaften der Lage. Es wurde dann aufgerufen, wurde gefragt, wer kann Skifahren? Natürlich, wir wussten sofort, worum es geht. Jetzt geht's raus. Obwohl ich noch nie auf Brettern gestanden habe, sofort gemeldet. Jetzt kriegst du ein paar Bretter drunter und kannst wenigstens raus. Siehst mal ein bisschen was von der Natur, nachdem wir 2 Monate eingesperrt waren. Dann ging es 12 Kilometer von Brucha nach Bergen. Das war so eine Horrorfahrt, dass ich mir die Frage gestellt habe, schaffst du das jetzt hier überhaupt? Zur Orientierung sind wir nur die Straße lang und da haben wir uns schon durch Baumkronen kämpfen müssen, so verweht war das. Ja, wir sind über Verkehrsschilder drüber, die guckten nur noch kleine Spitzen raus. Die Polarfront platzt mitten hinein in die trauten Feiertage. Auch bei den Rossnicks in Glove auf Rügen. Wir hatten uns vorgenommen, unser Fest im Rahmen der Familie so schön wie möglich zu gestalten. Beispielsweise stand da im Vordergrund immer das gute Essen. Und mein Mann hatte kurz vor Silvester eine Wildente geschossen, was für die damalige Zeit eine Rarität war. Und die hatten wir eingefrostet und das sollte das Festessen werden. Und dann kam praktisch dann der 30. und damit war alles erledigt. Und die alten Fischer bei uns hier im Dorf, die wussten sehr gut Bescheid, wenn also dieser stabile Oststurm übers Meer kommt, dass der nicht am nächsten Tag gleich wieder verschwindet. Innerhalb von Stunden versinkt Rügen völlig im Schnee. Die Temperaturen fallen um 30 Grad. Die Ostsee friert zu. Bekommt einen Eispanzer, der kein Schiff mehr durchlässt. Auch die einzige Straße aufs Festland, der Rügendamm, wird unpassierbar. Damit ist die Insel komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Im Laufe des Vormittags kriegte ich dann die ersten Meldungen, dass die Straßen dicht werden. So, dann wurde dann die Katastrophenkommission einberufen und dann ging die Arbeit los. Naja, die entscheidende Frage war natürlich, wie geht's mit der Versorgung der Bevölkerung? Wie geht es mit dem ganzen Transport? Wie wird überhaupt, wenn jemand krank wird, wie wird die Bevölkerung, wie wird das alles geregelt, damit das alles weiterläuft, das Leben? Ich habe gemerkt, dass offensichtlich von Anfang an ja nicht überall der Ernst der Lage so gesehen wurde. Die Hilferufe aus Rügen verhallen. Weder die Rostocker Bezirksleitung noch das Zentralkomitee in Berlin reagieren. Die Leute sind darauf angewiesen, sich fürs Erste selbst zu helfen, wie diese Amateuraufnahmen zeigen. In der Nacht verlieren 40 Dörfer jegliche Verbindung zur Außenwelt. Die Vorhersage bis morgen: im äußersten Norden Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schneeschauern. Sonst bedeckt und verbreitet vielfach anhaltende Niederschläge, im Süden zunächst noch als Regen, später auch dort wie sonst in Schnee übergehend. Auf den Straßen erhebliche Verkehrsbehinderungen durch Schnee und Eis, örtlich auch durch Schneeverwehungen. Im Mittelgebirgsraum Temperaturrückgang von 8 auf Werte um 0 Grad. Im Norden zwischen minus 3 und minus 8, in der Nacht örtlich bis minus 10 Grad. Während an der Küste der Sturm tobt, sind am 30.12. in Berlin immer noch frühlingshafte Temperaturen. Erich Honecker verabschiedet sich zu einem Freundschaftsbesuch nach Afrika. Seine Minister fahren ins Jahresendwochenende. Wir haben uns teilweise gewundert, warum man nicht so konsequent auf uns einging. Man hat wahrscheinlich gedacht, naja, draußen sind 10 bis 12 Grad plus. Ja, das war ja so. Und es ist weiter nicht zu sehen, alle, und so schnell kann sich ja nun auch wieder nicht ändern, dachte man. Ja, aber das war dann doch ein Trugschluss. Akribisch notieren die diensthabenden Meteorologen den Verlauf der Sturmfront und erstatten erst stündlich,
dann halbstündlich Meldung nach Berlin. Und diese Linie hat auch wunderbar geklappt, denn wenn nach den nachträglichen Bilanz, wie das Wetter sich ausgewirkt hat, es offensichtlich geworden wäre, dass der Wetterdienst versagt hätte, dann wären wir als verantwortliches Wetterdienst sicher die Ersten gewesen, denen, so wie man so im Anführungsstrich sagt, die Köpfe gerollt werden. Inzwischen hat sich die Schneefront bis weit in die nördlichen Bezirke der DDR vorgeschoben. Durch den Frost frieren bei der Bahn die Weichen ein. Die großen Hauptstrecken Berlin-Rostock, Neubrandenburg-Stralsund und Güstrow-Schwerin haben Verspätungen bis zu 12 Stunden. Auf Rügen bleiben die Züge irgendwo stecken, ohne Hoffnung auf Weiterfahrt. In dem Personenzug, der vor 40 Stunden bei Bergen in eine 5 Meter Schneewehe gerast war, sitzt immer noch Sabine Köckritz mit ihrem Sohn und der Tochter. Langsam bildete sich nämlich auch innen drin in den Abteilen wie Eis an den Wänden. Also wir haben auch überhaupt keine Situation mehr ausgemacht, hell und dunkel. Es war eigentlich immer nur dunkel. Aber ich glaube, wir haben fast verstanden, 2 Tage waren wir irgendwie in den Zug, glaube ich, soweit wie ich mich noch daran erinnern kann. Und auf einmal hieß es, alle raus aus dem Zug. Ja, also wir müssten geradeaus aus dem Zug, also wenn wir aussteigen, aus dem Zug geradeaus rausgehen, da würden Busse an der Landstraße für uns bereitstehen. Aber man konnte ja die Hand vor Augen nicht sehen. Und da war ich irgendwie, da habe ich gedacht, das kann nicht sein, ja. Aber die Schaffner gingen durch. Unter anderem war es auch eine Schaffnerin, die sagte, also wenn Sie jetzt nicht alleine gehen, dann helfe ich Ihnen nach. Ja? Also ich weiß, da gab es noch ein Wortdisput, aber jedenfalls kriegte ich den Schubs, die Tür war auf, ich war draußen, stand bis im Bauch im Schnee, meine Kinder flogen hinterher und dann habe ich eigentlich nur noch geheult. Irgendwie war ich da mit den Nerven total am Ende und habe dann in meiner Tasche Strumpfhosen. Und wie das eben damals auch war, ein Vespa geht, man hat mal Strumpfhosen gekriegt, ja, die dann zusammengebunden und habe meine Kinder angebunden. Die Anja hatte ich irgendwie unter Mantel genommen. Die schrie irgendwie immer, Mutti, Mutti, ich habe Angst. Tatsächlich stehen Busse bereit, die die Reisenden abholen. Alles, was es auf der Insel noch an Essbaren gibt, wird nun von Feuerwehr und Soldaten verteilt. Kostenlos. Doch es ist klar, die Vorräte reichen nicht ewig. Aber immer noch gibt es keine Versorgungsflüge vom Festland und keine Freigabe der schweren Technik zur Öffnung des Rügendamms. Aus ihren Reserven backen russische Einheiten Sauerteigbrot und verschenken es. Wir haben dort unsere Tornister mit Brot vollgepackt, dann Teile sind in die Fleischfabrik gefahren, also in die Großfleischerei, haben ihre Tornister voll Fleisch gepackt und dann sind wir von Dorf zu Dorf gefahren und haben das verteilt. Die Leute, die waren so dankbar, dass jemand da war, dass überhaupt wieder mal Kontakt da war. Einfach mal jemand, der es geschafft hat, bis zu uns vorzudringen. Da war schon daher die Herzlichkeit. Die waren sehr schlecht dran, kein Strom, kalt, nichts zu essen, kein Konsum, Konsum leer. Ja. Wir durften dort in die beste Stube rein mit Schneeklamotten, das sah aus. Schnee in der Stube, das hat die Leute nicht interessiert. Die waren sowas von glücklich, dass dort Leute da waren, die dort geholfen haben. Naja, eigentlich wollte ich ja meinen damaligen Freund besuchen. Na, und nächsten Morgen sah es gar nicht so schlimm aus und da habe ich gesagt, das sind nur 8 Kilometer circa, da kann ich zu Fuß gehen. Ich kannte den Weg ja über Hochseelow und dann gehe ich los. Ja, und wo ich dann kurz aus Lager rauskomme, da war aber nichts mehr mit losgehen. Da war dann Schneetreiben und Schneesturm und dann stand ich erst mal alleine, wusste gar nicht wohin, man konnte gar nichts mehr sehen. Und dann kam so ein Mann, der hatte schon Brot geholt für die Bevölkerung in Neddesitz, weil schon nichts mehr fuhr. Und dann bin ich mit dem losgelaufen. Und an der Gabelung hat er mal zu mir gesagt, jetzt müssen Sie immer so ein Stück lang gehen und dann immer die Telegrafenmasten im Auge behalten. Die konnte ich ja noch so sehen.
Und man kann sich das nicht vorstellen. Man hat irgendwann keine Kraft mehr. Man verliert immer mehr Kraft. Das war ja Schneesturm. Es wurde ja immer schlimmer, von Minute zu Minute, kann man ja sagen. Ne? Und dann war dort damals oben, Hochselo, waren dort Soldaten stationiert. Und da bin ich dann das Wärterhäuschen und habe dem gesagt, dass ich nicht mehr laufen kann und nichts mehr. Ich hatte ja eine Tasche mit, ich hatte Weihnachtsgeschenke mit. Und dann hat er gesagt, hier darf ich nicht bleiben, ich muss weg. Und dann bin ich wieder weitergegangen. Irgendwie musste ich, habe ich gedacht, ich komme noch irgendwie an. Und dann bin ich auf so eine Anhöhe und da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Da habe ich mich hingesetzt auf meine Reisetasche und habe gedacht, keiner weiß jetzt, wo du bist. Meine Eltern wussten das nicht, mein Freund wusste es nicht. Ich hätte nicht einen Schritt mehr vor den anderen sitzen können. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich habe wirklich mich aufgegeben in dem Moment. Ich konnte nicht mehr. Dann habe ich gedacht, das ist vorbei. Das war dein Leben. Und dann habe ich immer gehört, dass jemand gerufen hat. Und dann kam dann ein Offizier und dann hat er gesagt, was ich überhaupt hier mache. Und dann hat er mich mit seinem Koppel so angeschnallt mit an seinen Gurt hinten so dran und eine Doppelkoppel so genommen. Und dann sind wir beide immer Huckepacke los. Und dann waren ja so hohe Schneewehen und immer so eine hohe Schneewehe. Einmal war er drin, einmal war ich drin. Dann haben wir uns immer wieder hochgekrabbelt und alles. Ne? Ja, und dann weiß nicht, wie viele Stunden wir unterwegs waren. Das weiß ich heute auch nicht mehr. Und dann sind wir hier angekommen. Und wenn ich dann gehört habe, dass sie viele erst im Mai gefunden haben, wo der Schnee dann aufgetaut wird, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, dich hätten sie auch tot gefunden. Die Vorhersage für morgen. Verbreitet Schnee und Eisglätte. Im Norden stark bewölkt, zeitweise noch Schneefall, später aufgelockert. In der Mitte bedeckt, anfangs Schneeregen oder gefrierender Regen, später in Schnee übergehend. Es ist Sonntag, der 31. Dezember 1978. Der letzte Tag des Jahres, der dritte Tag der Katastrophe. Gerade mal 6000 Helfer aus Armee, Zivilverteidigung und von der Polizei sind an diesem Tag im Einsatz. Als man in der Bezirksleitung Rostock den Rüganer Hilferufen endlich glaubt, hat man bereits vor der eigenen Haustür zu tun. Ein unfassbares Chaos. Auch Sabine Köckritz ist mit ihren Kindern noch nicht viel weiter gekommen. Der Bus hat uns dann nach Bergen gebracht, zum Hauptbahnhof. Und das war dann eigentlich der Moment, wo man eigentlich wütend geworden ist und richtig böse. Vorher, man konnte ja nichts ändern, man war irgendwie gefangen und ob du dich nun aufregst, schreist, weinst oder lachst, man konnte ja nichts machen, ja. Aber das war eigentlich so der Höhepunkt gewesen, da wurden wir regelrecht rausgeschmissen wieder aus dem Bus und zwar in diesem Durchgang in den Bergener Hauptbahnhof, der hatte damals diese Flügeltüren, die auch nicht dicht waren. Und die Mitropa, alles war dicht und zugemacht, obwohl die ja wussten, dass Hunderte, Tausende von Menschen unterwegs waren, die nirgendwo irgendwo hin konnten. Ja, also da haben wir uns gefragt, was macht eigentlich ein Katastrophenstab, ne? Die Kreiskatastrophenkommission ist überfordert. 3000 Urlauber auf der Heimreise sind unterzubringen. 9000 Rüganer zu versorgen, Kranke zu retten, die Hauptadern der Insel freizumachen. Ein verheerendes Durcheinander aus sich überschneidenden Kompetenzen, widersprüchlichen Anweisungen und fehlerhaften Meldungen. Ich kriegte dann eine Mitteilung, dass die Straße frei ist von Sassnitz nach Bergen. Da habe ich gedacht, das wirst du dir mal angucken. So, da habe ich dann mit dem Kommandeur von der Armee gesprochen. Der stellte mir dann ein ganz großes Fahrzeug mit großen Rädern zur Verfügung, mit einer Rakete drauf. Und da bin ich losgefahren, aber ich war kaum aus Bergen. Da merkte ich schon, dass die Straße überhaupt nicht frei war. In den Dörfern halten sich die Leute an Katastrophenpläne aus sonnigen Zeiten.
Wenn die Sirene ruft, sammeln sich alle arbeitsfähigen Männer auf dem Dorfplatz. Mit Scheppe. Dann werden Schneequadrate ausgehoben, bis es dunkel wird, um am nächsten Morgen an gleicher Stelle wieder von vorn anzufangen. Denn noch gibt der Ostwind keine Ruhe. Die Kinder sind die einzigen, die dem Wetter etwas Gutes abgewinnen können. Aber in den Häusern keine Heizung, kein Strom, kein Essen. Wir hatten nichts mehr zu essen, weil unsere Ente verdorben war. Wir konnten also die nicht mehr weiter kühlen. In Schnee haben wir sie rausgeschmissen, da haben wir sie nicht mehr gefunden. Und dann hat man aus dem, was man zur Verfügung hatte, etwas gemacht. Mein Mann hatte 2 Kästen Bier eingelagert und ich hatte 3 große Stollen, die meine Mutter uns geschickt hatte. Und da haben wir also früh zu Mittag, Abend gab es Bier und Stollen, Bier und Stollen, Bier und Stollen. Und das rund um die Uhr und das mindestens 5 Tage lang. Und dann hatten wir Konservendosen, die konnten wir ja nicht auf den E-Herd warm machen, also haben wir sie aufs Ofenrohr der Heizung im Heizungskeller gestellt. Das war zwar nicht gewürzt und nichts, aber wir haben es eben warm gemacht. Aber wir haben es gegessen und wir haben auch nicht gesagt, das schmeckt nicht, sondern wir haben gesagt, wir sind froh, dass wir noch was Warmes zu essen haben. Abends gingen wir mit Kerzenschein ins Bett, früh standen wir mit Kerzenschein auf. Es war urstgemütlich dann zu Hause. Es war etwas, eine Situation entstanden, die es sonst nicht gab. Die Menschen fangen an, sich in der Katastrophe einzurichten. Ständig tauchen neue Probleme auf. Strom- und Telefonleitungen reißen wie dünne Fäden unter der Schneelast. Die Kinder werden in diesen Tagen zu Hause auf die Welt gebracht, weil niemand mehr mit eigenen Mitteln ein Krankenhaus erreichen kann. Allein 13 Babys sind es auf Rügen. Und dann bekam ich mit einmal einen Blasensprung. Und dann habe ich gemerkt, es musste ja losgehen. Ich hatte schon 2 Kinder, das war das dritte. Und wir wussten an für sich auch gar nicht, wie wir damit umgehen sollten. Hausgeburten waren zu dieser Zeit nicht üblich. Und haben gedacht, na irgendwie wird es ja wohl gehen. Und ich hatte das Gefühl, noch 1, 2 Wehen und dann ist das Kind da. Und dann mit mal war Schluss. Keine Wehen, kein gar nichts mehr. Und nun fingen die Leute natürlich an, das waren gute Bekannte von uns, sich Gedanken zu machen, was wird mit der Frau, was wird mit dem Kind. Das war der Siegfried Gref, ein sehr guter Bekannter unserer Familie. Der hat geordert, möchte ich fast sagen, oder durchgesetzt mit allen Mitteln, hier muss ein Hubschrauber der Armee her. Das war zu dieser Zeit vollkommen undenkbar. Er hat gesagt, die Frau stirbt uns, das Kind stirbt uns, ihr müsst kommen. Er war damals Rat des Kreises, ein Parteimitglied. Und er kam dann mit der Nachricht, ihr müsst die Frau etwas näher hinbringen, dort, wo der Hubschrauber landen wird. Das war der Sportplatz an der Schule. Sie haben ringsherum mit Reifen damals noch Feuer gemacht, damit irgendwas bei diesem Schneegestöber zu sehen war. Ich wurde dann auf eine alte Liege hintransportiert, kamen wieder sehr hilfsbereite Nachbarn, ohne zu fragen, wir nicht oder so. Sie haben mitgemacht, haben mich dorthin geschleppt. Ja, und dann mit der Ärztin, mit der Krankenschwester zusammen, bin ich dann mit dem Hubschrauber nach Stralsund geflogen. Ich denke, wir waren ganz früh am Morgen dort und so späten Vormittag wurde dann das Kind geboren, als erstes Kind des neuen Jahres 1979. Der Vater sieht seine Tochter erst 3 Tage später. Selbst Räumfahrzeuge bleiben stecken. Fern- und Nebenstraßen sind völlig verweht. Hunderte Autos irgendwo liegen geblieben. In den Nordbezirken beginnen die Probleme in der Landwirtschaft. Futter und Milch sind nicht mehr zu transportieren. Am Silvesterabend erreicht die Wetterfront auch den Süden der DDR. Genau um 20 Uhr beginnt in Leipzig eine Aufführung der 9. Sinfonie von Beethoven mit der Ode an die Freude. Mitten hinein platzt der Winter. Freude, 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 Schüler, Götter, Funken,
Es waren die Türen mit leichten Vorhängen zugemacht und die wedelten rum vom Wind. Und die Leute dann, nach dem ersten Satz, haben Herrn Masur gerufen: Herr Masur, hören Sie erst mal auf, wir wollen erst unsere Garderobe holen. Die waren ja nun in Grand Toilette zur 9. Sinfonie. Und da hat er erst eine Pause gemacht. Und sie holten an der Garderobe ihre Mäntel und was noch alles dazu hatten. Und dann ging es weiter mit der 9. Sinfonie. Und als wir dann rauskamen und wollten nun Silvester feiern, da stand die Linie 22 vor der Messehalle in 20, 30 Zentimeter hohem Schnee und kam nicht weiter. Kurz vor Mitternacht versinkt die Stadt in totaler Dunkelheit, wie die gesamte DDR, inklusive Hauptstadt. Wenige Minuten später erreicht ein Telegramm aus dem warmen Mosambik die vor Kälte erstarrte Republik. Honecker persönlich zeigt sich besorgt und bittet die Daheimgebliebenen, Maßnahmen gegen die Witterungsunbilden zu ergreifen. Das Jahr 1979 hat begonnen. Das Satellitenfoto zeigt über Deutschland eine nahezu geschlossene Wolkendecke. Sie liegt im Bereich der west-ostwärts verlaufenden Tiefdruckrinne mit einer scharfen Luftmassengrenze, die sehr kalte Festlandsluft im Norden von sehr milder Meeresluft im Süden trennt. Mit ihrer weiteren Südverlagerung wird auch das südliche Deutschland von der extremen Kälte erfasst. Am 1. Januar steht in den 34 Tagebauern der Braunkohle praktisch alles still. Bei Frost von minus 20 Grad ist die oberirdische Kohle mit einem Wassergehalt von über 60% einfach festgebacken wie Beton. Die Chefs werden aus dem Urlaub zurückgerufen. Und es dauerte nicht lange. Der Anruf kam und ich bin dann Neujahr früh bei vereisten Straßen von Oberhof nach Hoyerswerda in 16 Stunden zurückgefahren. Und da war natürlich schon das Schlimmste passiert. Der Strom war schon aus. Die Wärme war weg. Ich habe das erste Mal eine ferngeheizte Wohnung ohne Heizung gesehen, nämlich meine eigene. Und da war mir die gesamte Tragweite dieses Wettereinbruchs erstmal so richtig klar geworden, weil es ja jeden Einzelnen betroffen hat. Mit umgebauten Flugzeugtriebwerken versuchen die Bergleute, die Kohle aufzutauen. Doch gegen die Naturgewalten ist jede Improvisationskunst machtlos. Ein Desaster. Das ist der einzige Tag, wo in der DDR das Licht ausging, insgesamt. Und das war eigentlich immer unser Ziel gewesen, das darf nie passieren. Und es war passiert. Bis heute wehren sich die Kumpel gegen Schuldzuweisungen. Sie seien für den Energiekollaps nicht verantwortlich zu machen. Die Hauptursache, ein Beschluss des 9. Parteitags 1976, sämtliche Strom- und Wärmeversorgung der DDR auf Braunkohlebasis umzustellen. Es gibt also praktisch keine Alternativen wie Steinkohle oder Erdöl mehr, um die Stromversorgung abzusichern. Das war eigentlich der Todesstoß und die Voraussetzung dafür, dass am Silvesterabend oder Silvesternacht alles in die Knie gegangen ist. Das hätten sich die, oder haben sich die an die Fahne schreiben müssen, die solche tödlichen Beschlüsse gefasst haben. Kampfauftrag in Eis und Schnee. Übertitelt ein Propagandafilm der Nationalen Volksarmee die eigenen Hilfsmaßnahmen. Denn nach 4 Tagen gibt es endlich einen groß angelegten Marschbefehl in die Braunkohle. Die Energieversorgung der DDR soll gerettet werden. Mit Muskelkraft. 15.000 Helfer stehen den Werktätigen in diesen Tagen zur Seite. Viele davon in Uniform. Jeder packt zu und nimmt den Winter auf die Schippe. Ja, und das war
teilweise eine sehr schwere Aufgabe. Die Gleise waren angefroren, überfroren. Man musste aufpassen, dass sie nicht kaputt gehen. Es passierte auch, dass Züge ausgegleist sind, dann mussten die wieder eingesetzt werden. Man wusste ja, die Leute zu Hause sitzen im Dunkeln, zum großen Teil. Soweit man Informationen bekam, was man Nachrichten gehört hat und so. Und da war es schon wichtig, dass man, sagen wir mal, die Zeit sinnvoll verbrachte, indem man eben tätig war, indem man helfen konnte an Stellen, an denen es eben ohne uns nie vorwärts gegangen wäre. Und natürlich war auch ein bisschen Abenteuer dabei, weil es war mal wieder was ganz anderes. In der eigentlich nur am Rande betroffenen Hauptstadt reagiert man empfindlich auf den Stromausfall. Wenigstens im Regierungsviertel sollen Licht und Heizung rasch wieder funktionieren. Gerade in diesem Winter, im Anschluss an den Winter oder an diesen Wintertag, der also krass war, gab es einen Anruf durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten an den Generaldirektor der VVB mit der Aufforderung, er möge doch schnellstens Wünsche äußern, was man benötigt, um die Produktion wieder in Gang zu bringen. Auch wenn das aus dem Westen sofort organisiert werden muss. Und wir waren uns in unserem Kreis gar nicht im Klaren, was man eigentlich aus dem Westen holen sollte, weil wir ja gar keinen richtigen Kontakt hatten. Und hatten durch Zufall Zugang zu einem Otto-Katalog, wo Werkzeuge, und zwar Bohrhämmer, feilgeboten wurden. Eine halbe Stunde später ging der Anruf nach Berlin, wir würden es schon möglich sehen, wenn wir 500 solche Bohrhämmer für die Armisten hätten, um die Kohle aus den Waggons rauszustemmen, dass man damit was erreichen könnte. Und innerhalb von wenigen Stunden kam der Anruf zurück, wir möchten doch nach Helmstedt einen Lotsen schicken. Es stehen 3 LKWs mit dieser Technik bereit und wir können sie dort abholen. Also mir geht heute noch die Gänsehaut über den Rücken, wenn ich das Beispiel gerade betrachte. Nach dem Genuss der Feiertage lässt sich nun auch die DDR-Spitze an den Brennpunkten blicken. Also es hieß, am nächsten Tag kommt der Armeegeneral. Mir wurde gesagt, dass ich eventuell dort als Aktivist ausgezeichnet werden soll. Armeegeneral Heinz Hoffmann, Mitglied des Politbüros des ZK der SED und Minister für nationale Verteidigung bei Soldaten und Kumpeln des Senftenberger Reviers. Selbstverständlich sind nur Parteimitglieder der Aktivistennadel würdig. Bei den Leistungen und auch den Einschätzungen mit den Kommandeuren möchte ich den Genossen Gefreiter Hans-Joachim Sachse für den Einsatz, stellvertretend natürlich für alle Genossen, auszeichnen als Aktivist der sozialistischen Arbeit. Recht herzlichen Dank für eure ausgezeichnete Arbeit und weiter so. Wir werden unser Bestes geben. Wir dienen der Deutschen Demokratischen Republik. Wenn man ausgezeichnet wird und von, sagen wir damals, auch solchen Leuten, das ist schon im ersten Moment ein erhebendes Gefühl, wobei man sich natürlich klar ist, dass es eine Auszeichnung ist, die man ja für viele Leute in Empfang nimmt, also nicht für sich selbst. Jenseits der Hauptstadt, in der Landwirtschaft Mecklenburgs, hat das Vieh extrem unter dem Strommangel und den Versorgungsengpässen zu leiden. Zu Tausenden stehen die Tiere im Stall und warten auf Wärme, Wasser und Futter und ein paar Pfleger. Der Schnee war ja so hoch, dass bald die Fenster ja zu waren. Dann sind wir von oben runtergegangen. Wir kamen hier unten nicht ran, das war ja bis an der Decke war ja gar nichts. Die Schweine haben wir gefüttert im Futterhaus, haben uns so eine Gänge gebuddelt. Weiter gab es ja nicht. Man konnte sie ja nicht schneiden, weil ja kein Strom war, dann haben wir sie so roh gefüttert. Ein bisschen haben sie sich ja was abgeknackt. Strom ist das Lebenselixier für die Massentierhaltung in der DDR. Aufzucht, Futterbereitung, Melken, alles läuft über Strom. Verluste sind unvermeidlich. Ja, wir hatten Verluste in der Aufzucht. Das ist ja immer, wenn die Wärme ausfällt und wir hatten Stromausfall einen Tag. Waren gerade beim Abferkeln, sodass gleich die Ferkeln bei der Geburt verklammt sind. Ne? Ja, nur da hast du gemacht, was du eben konntest. Und wenn welche kaputt gegangen sind, konntest du auch nichts machen. Nicht? Das waren ja zu viel. Da waren ja 4 Ställe, 5 Ställe. Die meiste Zeit habe ich im Stall geschlafen. Hast wie so ein Hase gelegen. Nicht? Wenn irgendwie was, dann bist du immer in der Nacht 3-4 Mal durch den Stall gegangen, musst du immer gucken, was los ist und da. Ja. Du siehst das Vieh und
Das kannst du eben nicht, das bringst du nicht über Herz, wenn die Ferkel da alle so verklammen. Nicht, das ist nicht einfach. In internen Parteidokumenten wird der tatsächliche Schaden registriert. 100.000 Ferkel, 100.000 Küken, 5.000 Kälber. Ein immenser Verlust für die fast autarke Wirtschaft des Ostens. Die wirtschaftliche Katastrophe zieht politische Konsequenzen nach sich. Für das Desaster werden ausschließlich die Braunkohlechefs verantwortlich gemacht. Manfred Siebold, der Energieminister der DDR, wird das Bauernopfer. Er war ein ungeheuer erfahrener Mensch und wurde verantwortlich gemacht für die gesamte Situation damals. Das war üblich, dass man als Minister Verantwortung getragen hat für das, was dort passiert ist. Ja. Und er wurde abgelöst. Er wurde nicht in die Wüste geschickt, so wie man das manchmal so üblicherweise macht, sondern er wurde Direktor des größten Braunkohlebetriebes in Welser Süd. Wir erwarten für die Nacht weitere Schneeschauer. Sie werden sich weiter nach Süden ausdehnen und dabei können einige Schauer auch sehr intensiv sein. Das heißt, es können einige Zentimeter Neuschnee fallen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Übersicht. Erst jetzt, am fünften Tag, berichtet das DDR-Fernsehen von der Katastrophe. Extreme Witterungsbedingungen zum Jahreswechsel. 100.000 Werktätige im Kampf gegen Frost und Schnee. Die Insel ist faktisch weiterhin abgeschnitten. Sowohl die Straße als auch die Eisenbahnstrecke Stralsund-Sassnitz sind gesperrt. Sabine Köckritz sitzt immer noch in ihrer Notherberge fest. Seit 4 Tagen ist sie jetzt unterwegs. Jedenfalls, dann sagte denn der Heimleiter den einen Tag auch, sagt er, sagen Sie mal, aber ich möchte das bitte keinem mitteilen. Da geht ein Versorgungszug nach Binz, ob ich mit den beiden Kindern mitfahren wollte. Also das war ja das Beste, was ich gehört habe seit langem. Gesagt, natürlich, Tasche zusammengepackt. Jedenfalls mussten wir auch in einen so einen Güterwagen rein. Schiebetüren auf und rein. Der Zug fuhr schnell los, aber er stand auch ganz schnell wieder. Der Zug von Sabine Köckritz. Die Lok wird abgekoppelt. Der Rest ist unter Schneemassen begraben. Schneewehen, 5 Meter hoch. Darunter der kleine Zug, verschwunden auf der Fahrt von Putbus nach Binz. Wieder ist sie eingeschlossen. Das Gefühl für Zeit und Raum ist verloren gegangen. Inzwischen ist wieder tiefe Nacht geworden. Und ich weiß auch noch, die Anja, die musste pullern, der Heiko musste pullern, Mutti, ich muss mal. Und ich bin dann, habe mich rübergetastet in die andere Ecke, wo keiner irgendwie im Grunde stand. Ich habe sie festgehalten, ihr die Sachen alle hochgehalten und hockte ich hier hin. Und innerhalb von Sekunden, kann man sagen, war dieser warme Urin eigentlich gefroren. Wir waren eigentlich nur noch ein Eisklumpen. Es war wieder die gleiche Tortur und eigentlich noch viel schlimmer. Irgendwie sprachen die Leute jetzt nicht mehr miteinander. In Berlin kommt indes die DDR-Spitze zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Nun ist auch Honecker wieder zurück. Obwohl das Innenministerium seit Silvester gut über die Lage informiert hat, sieht das Politbüro erst jetzt Handlungsbedarf. Luftbrücke zwischen Rügen und dem Festland wird aufgebaut. Hubschrauber bringen das Notwendigste: Medikamente, Brot, Fleisch. In den abgelegenen Dörfern bleiben die Menschen sich selbst überlassen. Tage außerhalb von Recht und Gesetz. Wir haben illegal Schweine geschlachtet und haben die unter die Leute gebracht. Da sind welche gekommen,
Da kommen wir heute noch zu heulen. Die hatten nichts mehr. Die waren wirklich auf dem Weg nach Hause. Die waren wirklich auf dem Weg nach Hause, haben sich hingesetzt, kamen wir uns an und haben geguckt. Und dann hatten wir schon den Gedanken gehabt, nach Diebstahl. Ne? Seit fast einer Woche sind die Menschen im Schnee gefangen. Die Nerven liegen blank. Und dann kommt da auf einmal so eine Frau rausgesprungen, die hat gedacht, ich will sie vergewaltigen. In Wirklichkeit wollen wir die Toilette wieder aufmachen. Und dann lief die uns weg. So. Wie diese Frau sind viele verzweifelt. Eingesperrte Urlauber laufen einfach los oder setzen sich in ihre Autos und versuchen, die Insel zu verlassen. Manch ein Fahrzeug wird zum eisigen Grab. Die Verluste sind in erster Linie darauf zurückzuführen, möchte ich sagen, dass diese Menschen keine Ruhe hatten, zum Beispiel in Bergen zu bleiben, und wollten unbedingt alleine nach Hause, zu Fuß. Und sind natürlich dann draußen stecken geblieben. Und da hat deshalb haben wir einen Bürger im Grunde erst im Frühjahr gefunden, als der Schnee weg war. Und das war der Herr Kreischke, der ich muss das ehrlich sagen, so wie es ist, so bescheuert, geht los. Und der Sturm war da. Wissen Sie? Und der Sturm ist ja das Schlimme gewesen hier. Der hat ja die Wege, die wir freigeschaufelt haben, hat der ja wieder zugeschaufelt. Schuld ist er alleine gewesen. Das wäre für uns selber ein eigenes Ding gewesen. Also da hätten wir selber keine Chance gehabt. Mindestens 5 Menschen sterben. Offizielle Zahlen gibt es nicht. In den Nachrichten stattdessen Erfolgsmeldungen. Am 3. Januar. Dem 6. Tag der Katastrophe. Eine ungewöhnliche Situation, gewiss. Aber sozialistische Soldaten erfüllen jeden Auftrag. Ob beim Schutz des Friedens oder im Einsatz gegen Naturkatastrophen. Auf Anweisung der Staatsführung der DDR werden 200.000 Einsatzkräfte insgesamt mobilisiert. Mit Ural, T-54 Panzern und schwerer Technik. Damit drängt man endlich nach Rügen und zu bisher unerreichten Dörfern vor. Ich kann mich daran erinnern, als wir in Bobin an den Dachrinnen der Häuser standen, wie wir hinunterschauten und wie dann der erste Schwimmpanzer der Roten Armee dann durch diesen Kanal hindurchkam. Und der brachte dann auch verschiedene Leute mit, ne, die eingeschneit waren. Und Post brachte er mit. Das war also schon ein erhebender Augenblick. So, und erst dann, als dann über Berlin wohl 10 Fräsen aus dem Süden, Schneefräsen aus dem Süden kam dann mit, hinter den Fräsen kamen ja auch dann die wieder in den Kreis rein, ja, aus. So, und auch selbst der General kam in Hubschrauber eingeflogen und auch die verantwortlichen Leute aus Rostock. Nun, sie haben natürlich dann schon aus dem Hubschrauber oben gesehen, wie die Lage ist im Kreis, als sie da waren. Die Presse macht aus der Selbsthilfe der Katastrophenopfer rasch eine sozialistische Großtat. So viele Helden hat die DDR-Führung nie wieder gefeiert. Für Sabine Köckritz beginnt an diesem Tag die letzte Etappe ihrer langen Reise. 140 Stunden ist sie jetzt unterwegs. Ich habe die Tasche genommen, immer vor mich hin, so hingeworfen und nachgedrückt, ob da irgendwas Tiefes ist. Also jedenfalls, wir sind wirklich auf allen Vieren, sind wir nach Binz reingekrochen. Naja, wie wir dann ausgeschlafen hatten, ging ja die große, ich sag jetzt mal, Massenflucht
hier in Binz los, weil die ganzen Feriengäste ja auch festsaßen. Aber das habe ich mir und den Kindern nicht angetan. Und da habe ich gedacht, so im Winter gehst du nie, nie wieder aus dem Haus. Die Verluste durch den Schnee zwingen die DDR-Wirtschaft über Jahre hinaus, ihre Planvorgaben nach unten zu korrigieren. Denn 6 Wochen später kehrt der Winter noch einmal zurück. Und wieder hatte den Osten fest im Griff. Und im Anschluss Winterschlacht in der DDR. Der alljährliche Kampf der Kohlekumpel, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Gleich hier im MDR Fernsehen. Die Kühe stehen am Stall und brüllen. Die Melkmaschine ist ausgefallen. Verzweifeltes Warten auf Hilfe aus der Luft. Es ist der einzige Weg, um in diesen Tagen die eingeschneiten Höfe mit Lebensmitteln und Medikamenten, Viehfutter und Ersatzteilen zu versorgen. Ein Jahrhundertwinter ist über Norddeutschland hereingebrochen und hat zur Jahreswende 78-79 einen Notstand ausgelöst. Einsam und frierend, abgeschnitten von der Außenwelt, ohne Strom, Heizung und Telefon, warten Zehntausende auf Rettung. Donnerstag, der 28. Dezember 78. Die Menschen im nördlichsten Bundesland richten sich auf ein verlängertes Silvesterwochenende ein, bei nasskaltem Schmuddelwetter. Das Satellitenbild zeigt weite Teile West- und Mitteleuropas unter einer dichten Wolkendecke. Das dazugehörige Tief und die durch Norddeutschland verlaufende Luftmassengrenze zwischen der Kaltluft im Norden und der milden Meeresluft im Süden verlagern sich langsam süd- bzw. südostwärts. Im Norden Nordostwind, im Küstengebiet bis zu Sturmstärke. Orkanartige Böen bis zu Windstärke 11 peitschen die Ostsee auf, 1,70 Meter über Normal, und drücken das Wasser in Föhrden und Buchten. Katastrophen- und Küstenschutz gehen auf Alarmbereitschaft. Die Mitglieder des Krisenstabes starren gebannt auf die See, von wo sie die Gefahr gewohnt sind. Unterdessen versinkt das Hinterland unter einer Schneedecke. Von Stunde zu Stunde verschärfen Schneesturm und Eisregen die Situation. Dass dies mehr ist als ein gewöhnlicher Wintereinbruch, begreifen die Verantwortlichen nur langsam. Zeit geht verloren. Und es folgen wieder Informationen aus dem Verkehrsstudio, zunächst Schleswig-Holstein. Katastrophenalarm in den Landkreisen Segeberg, Ostholstein, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Starnburg, Nordfriesland, Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg. Entsprechend Fahrverbote außer in geschlossenen Ortschaften. Insgesamt fallen zwar nur 70 cm Schnee. In Hamburg und Niedersachsen bleibt es bei schweren Verkehrsbehinderungen. In Schleswig-Holstein aber türmt der Orkan meterhohe Schneeverwehungen auf. Autos stecken fest, die A7 ist dicht. Die Menschen sind in ihren Autos gefangen. Rettungsaktionen ersticken im Schneesturm. Auch Zugfahrten enden in meterhohen Schneebergen. Am Freitagmittag ist den Verantwortlichen im Landkreis Schleswig-Flensburg klar, dass sie die Krise unterschätzt haben. Dass die Katastrophe so schlimm werden würde, das haben wir in dieser Phase selbstverständlich noch nicht vermutet. Aber man muss sagen, schon am ersten Tag, um vielleicht besser zu formulieren, schon in der ersten Nacht, begann ja eine Verbindung von Frost, Sturm und Schneegestöber dazu zu führen, dass die Landschaft Angeln innerhalb von wenigen Stunden vollständig von der Außenwelt abgeschnitten war. Einem Blizzard ähnlich tobt der Schneesturm 4 Tage und Nächte ohne Unterlass. V-
Von Beginn des Unwetters an steht die Bundeswehr in Neumünster bereit, wird aber aufgrund der Fehleinschätzung erst am Freitagnachmittag gerufen. Der Schnee ist meterhoch verweht. Mit ihren Panzerfahrzeugen kämpfen sich die Soldaten 20 Stunden lang über die A7, um die 60 Kilometer bis Schleswig zu bewältigen. Die Soldaten in ihren Kettenfahrzeugen sind die ersten Retter in der Schneekrise, Lebensretter. Vor allem für eingeschneite Autoinsassen, die oft ohne ausreichende Winterausrüstung bei eisigen Temperaturen bis 20 Grad minus ausharren. Und während alle schneetüchtigen Fahrzeuge gegen die weiße Masse ankämpfen, wird aus der Schnee eine Energiekrise. Als der große Schnee kam, war es mit den Annehmlichkeiten der Knopfdruck-Zivilisation vorbei. Der Beginn des neuen Jahres wurde für Tausende zum Rutschen die Zeit ihrer Vorväter. Radios blieben stumm, Heizungen froren ein, Wasserleitungen platzten. Schneestürme und Kälteeinbrüche gab es früher auch. Doch als der Strom ausfiel, wurde der Winter zur Katastrophe. 4 Tage Energieausfall und 20 Grad Frost, das reichte schon, um ein Chaos auszulösen. Es begann, als die Stromleitungen rissen. Noch in Monaten werden die Experten rätseln, ob die Drähte oder die Masten zu schwach waren. Betonpfähle brachen wie Streichhölzer. Was auf dem Papier gar nicht möglich war, geschah in Schleswig-Holstein an fast 500 Stellen. Sturmböen sorgten für Stromunterbrechung, widerlegten die errechneten Höchstbelastungen. Die erste schmerzhafte Erfahrung aus der Schneekrise: ohne Strom läuft in unserem Leben fast nichts. Und die zweite: kaum einer hat an Vorsorge gedacht. Die abgeschnittenen Höfe auf Fehmarn müssen mit allem beliefert werden, was zum Leben und Überleben notwendig ist. Sogar das Viehfutter wird per Helikopter gebracht. Am Donnerstag war ich noch zur Jech. Und als ich zurückkam, nachmittags um 4:30, da war hier der Strom schon ausgefallen. Und meine Frau stand schon vor dem Problem, wie kriegen wir die Kühe aus? Kühe, die per Hand gemolken werden, bekommen eine Euterentzündung. Und als die maschinelle Fütterung ausfällt, erliegen hochgezüchtete Mastschweine einem Herzinfarkt. Der Hansenhof in Marsbüll bei Flensburg hat glücklicherweise ein Notstromaggregat für seine Melkmaschine. Aber die Ferkelzucht gerät durch Schnee und Kälte in Gefahr. Gemeinschaftssinn erwacht wieder. Der alte Kohleofen wird in die Stube geschleppt. Der Sturm draußen fördert das gesellige Beisammensein drinnen. Der Katastrophenabwehrplan sieht vor, zunächst eingeschneite Autofahrer zu befreien, Verirrte zu suchen, Verletzte und Notfallpatienten zum Krankenhaus zu transportieren. Insgesamt werden 5000 eingeschlossene Menschen aus den Schneemassen gebuddelt. "25.000 Helfer sind im Einsatz von Bundeswehr, Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen. Bis zu 36 Stunden müssen manche Autofahrer durchhalten, bis sie befreit werden. Oftmals bereits mit starken Unterkühlungen und Erfrierungen. Glück im Unglück hat, wer sich bis zur einzigen Raststätte an der A7 durchkämpfen kann. Notgemeinschaften ganz anderer Art ergeben sich für die Heeresflieger von der Staffel Hungriger Wolf. Die Hubschrauberpiloten sind vor allem im Einsatz, um Kranke und Hochschwangere zu transportieren. 10 sogenannte Heli-Babys und ihre Mütter verdanken die glückliche Geburt den Bundeswehrpiloten. Daraus entstehen oft jahrelang andauernde Brieffreundschaften zwischen den Heeresfliegern und ihren Schützlingen. Bis die letzte Gemeinde erlöst, der letzte Einödhof freigeschoben ist, vergehen Tage. Ohne Telefon, Strom und Heizung sitzen die Schneeopfer fest. Das alte Transistorradio gewinnt wieder an Bedeutung, denn der NDR-Hörfunk leistet einen besonderen Service. Die Schäden an der Ostseeküste werden erst jetzt richtig sichtbar. Schiffe, die im Eis festsitzen, zerstörte Strandanlagen. "50 Jahre vorher, der Eiswinter 1929 an der Ostseeküste. Damals kann man zwar eiskalten, aber doch wohl trockenen Fußes über die Kieler Förde wandern. Ein Spaß für alle. Für die Schiffe, die vor der Holdenauer Schleuse und
draußen in der Förde im Eis festsitzen, ist dieser Winter eine harte Probe. Stillstand. Nichts ist schlimmer für die Handelsschifffahrt als Bewegungslosigkeit. Erst versuchen die Linienschiffe Elsass und Schleswig-Holstein, eine Fahrrinne freizubrechen, bis sie selbst im Eis stecken bleiben und aufgeben müssen. Immerhin ist das Eis auf mehr als 1 Meter Stärke angewachsen. In der Zwischenzeit werden die festsitzenden Schiffe mit ihren Besatzungen aus der Luft versorgt. Halsbrecherische Flugkünste. Erst viel später gelingt es 2 herbeigerufenen russischen Eisbrechern, die Schiffe wieder flott zu kriegen. Anfang Januar 1979, überall versucht man, die Massen an Schnee aus dem Weg zu räumen. Autos können auf manchen freigeschobenen Straßen wieder fahren, durch Eistunnel. Und die Züge. Gegenseitige Hilfe haben viele seit Kriegstagen zum ersten Mal wieder erlebt. Nach einem verregneten Weihnachtsfest bricht über Nacht und völlig unerwartet in Deutschland der Winter herein. Ein Winter, wie ihn noch keiner hier erlebt hat. Im Norden der Bundesrepublik und der DDR kommt es zum totalen Ausnahmezustand. Eine Woche Sibirien in der Mitte Europas. In Ost und in West sind die Menschen gleichermaßen betroffen. Der Hafen von Sassnitz auf Rügen. Die Ostsee ist zugefroren. Die Schifffahrt eingestellt. Auch die einzige Straße aufs Festland, der Rügendamm, wird unpassierbar. 12.000 Menschen sind komplett von der Außenwelt abgeschnitten. In Berlin ist um die Mittagszeit noch passables Flugwetter. Staatschef Erich Honecker verabschiedet sich zu einem Freundschaftsbesuch nach Afrika. Seine Minister gehen ins Silvesterwochenende. In den nächsten 10 Stunden schiebt sich über die Eisschicht der Schnee. 40 Dörfer im Norden der DDR verlieren jegliche Verbindung zur Außenwelt. Der eisige Schneesturm macht nicht vor der Grenze Halt. Auch Schleswig-Holstein geht im Winterchaos unter. Bei Bundesbahn und Reichsbahn frieren die Weichen immer wieder ein. Die großen Hauptstrecken der DDR wie Berlin-Rostock haben Verspätungen bis zu 12 Stunden. Auf der Insel Rügen steht alles. Freiwillige Feuerwehr und Soldaten holen die letzten Vorräte aus den Lagern von HO und Konsum und verteilen Notrationen an die 12.000 Menschen. Auch in der Bundesrepublik, in Schleswig-Holstein, sind inzwischen 66 Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bundeswehr errichtet eine Versorgungsluftbrücke. Doch das Hauptproblem liegt für die Menschen hier woanders. Es gibt keinen Strom. Erst reißen die Drähte, dann brechen die Betonmasten. Keine Heizung, kein Elektroherd, keine Kühltruhe, kein Licht. Eine Knopfdruckgesellschaft im Ausnahmezustand. Am 1. Januar funktionieren in Schleswig bereits 80% der Stromleitungen wieder. In der DDR bricht jetzt das gesamte Stromnetz zusammen. Alle 34 Tagebaue stehen still. Berlin, Palast der Republik. Planmäßig ist Honecker jetzt wieder zurück. Endlich wird eine Hubschrauber-Notversorgung eingerichtet. Medikamente, Brot und Fleisch für die Menschen in den betroffenen Katastrophengebieten im Norden der DDR. In der Bundesrepublik fliegen Helikopter zahlreiche werdende Mütter aus. In der DDR dagegen sind nur wenige Hubschrauber im Einsatz. Ohne Strom, Telefon und befahrbare Straßen kommen hier 13 Kinder daheim zur Welt. 17 Menschen sterben während dieser Schneekatastrophe in der Bundesrepublik. Auch in der DDR sterben Menschen in diesem extrem harten Winter. 5 sind es mindestens. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Offizielle Zahlen hierüber gibt es nicht. Die Menschen, die den Winter 1978-79 miterlebt haben, werden ihn nie vergessen. 6 Tage gefangen in Eis und Schnee.
Ein Jahrhundert. Thank you.
Silvester 1978. Norddeutschland liegt unter einer weißen Decke begraben. Der orkanartige Wind türmt meterhoch Schnee auf. Auf der A7 ist kein Vorankommen. Tagelang harren manche in ihren Fahrzeugen aus, warten verzweifelt auf Rettung. Über 3000 Bundeswehrsoldaten sollen helfen, kämpfen sich mit Panzern ihren Weg zu den Eingeschlossenen. Aber selbst die schweren Fahrzeuge kommen nur mühsam durch den festgepressten Schnee. Viele lassen ihren Wagen stehen, retten sich in die Raststätte Hüttener Berge. Die hatten sich dann befreit, kamen dann zu Fuß dazu. Man konnte gar nicht sagen, wie viel werden es mal. Erst waren es ganz Anfang weniger und dann sind immer mehr dazu gekommen. 3 Tage und 3 Nächte improvisieren hier 150 Eingeschneite. Die Stimmung ist gut. Silvester feiern sie mit einer Polonaise. Jeder gibt, was er hat. Das war ein schwedischer Busfahrer, der auch hier sich durchgekämpft hat, aber dann nicht mehr weiterkam. Der hatte sogar noch seine gesamten schwedischen Bierdosen, das waren so eine blauen, da hatte ich mich noch in Sinn. Das Bier schmeckte überhaupt nicht. Ungleich härter trifft es die Landwirte. Über 70 Orte sind von der Stromversorgung abgeschnitten. Tagelang können die Kühe nicht gemolken werden. Glauben Sie, dass noch einer kommt? Die Kühe stehen im Stall und brüllen. Sie müssen sich das vorstellen, dass natürlich bei einigen die Melkmaschine nicht ging. Und dass eine Kuh nicht mehr so leicht mit der Hand zu melken ist. Und eine Kuh, die 30, 40 Liter Milch gibt, dann auch leer gemolken werden muss, weil es sonst Euterentzündungen gibt, die außerordentlich schmerzhaft sind. Hubschrauber versorgen die Eingeschneiten mit dem Lebensnotwendigen. Denn nur die wenigsten waren auf so eine Ausnahmesituation eingestellt. Da bekam ich meinen Kuhschrott her, 3 Kartons Lebensmittel und dann die Medikamente, die dann so fehlen. Hatten Sie vorher nicht im Radio gehört, dass eine Sturmfront droht und hatten sich nicht mit Vorräten eingedeckt? Von einer Vorwarnung habe ich leider nichts gehört. Und wir hatten plötzlich eine Situation, dass wir auf Nachbarschaft angewiesen waren. Und ich sage Ihnen, da habe ich auch begriffen, wie wichtig das ist, dass man Freunde in der Nachbarschaft hat. Weil wir in unserer Gemeinde, auch in anderen kleinen Gemeinden, in der Lage waren, uns selbst zu helfen, nicht den großen Weg nach Hamburg freizumachen, aber den kleinen Weg zu unserem Kaufmann freizumachen. Diese Heeresflieger bringen hochschwangere Mütter in die Entbindungsstation. 70 sogenannte Helibabys verdanken den Piloten die sichere Geburt. Daraus entstehen oft jahrelange Brieffreundschaften. Über 2 Monate dauert der Kampf gegen den Schnee. Insgesamt werden 5000 Eingeschneite befreit. Doch 12 Personen erfrieren während der norddeutschen Schneekatastrophe. Straßen befahrbar machen, Spurenbahnen, Zugänge schaffen. Ein widriger Kampf gegen die Urgewalt. In den ersten Tagen versinkt die Fahrbahn hinter den Räumfahrzeugen sofort wieder im Schnee. Am schlimmsten aber trifft alle der Stromausfall. Die Mitarbeiter der Schleswag, des regionalen Stromversorgers, raufen sich die Haare. Sie wollen Schäden beheben und sitzen selbst fest. Wir konnten also nur zu Fuß oder mit schweren Fahrzeugen oder mit Hubschraubern etwas werden. An 56 Stellen sind die Leitungen gerissen, 26 Masten abgeknickt. Da die Schadensorte kilometerweit auseinander liegen, ist der Einsatz von der Zentrale in Rendsburg aus unsinnig. Der Freude und Erleichterung über den wiedergewonnenen Komfort aus der Steckdose folgt schon bald die Kritik. Denn im Vergleich zu Schleswig-Holstein ist das Nachbarland Dänemark beim Schneesturm relativ ungeschoren davongekommen. Die Katastrophenvorsorge im Nachbarland Dänemark war weniger durchorganisiert, aber wirkungsvoller. Im Grenzgebiet Nordschleswig tobte der Sturm kaum schwächer, doch Masten und Leitungen hielten. Nach dem Stromausfall kam auf beiden Seiten der Grenze das zweite Problem, der Kampf gegen die Schneemassen. Auf deutscher Seite war mehr heruntergekommen. Der Wind blies bis zu 7 Meter hohe Schneeverwehungen auf.
Dafür waren die Behörden des nördlichsten Bundeslandes nicht gerüstet. Es fehlte an schwerem Räumgerät. Private Baufirmen ließen ihre Bagger rollen. Doch Schneeberge sind keine Sandhaufen. Nur mühsam ging es vorwärts. Aber auch das Standardgerät der einheimischen Schneeräumer war für den ersten Schnee ungeeignet. Jetzt mussten Profis ran. Bayern und die Bundeswehr stießen in den vereisten Norden vor. Die Armee setzte 76 Bergepanzer ein. In Deutschland war die Autobahn mehrere Tage blockiert, dann schwer passierbar. In Dänemark war die Schnellstraße schon zu Beginn vergangener Woche frei, obwohl die Straßenverwaltung nur über altertümliche Schneepflüge verfügt. Doch für 32 Kilometer Autobahn gibt es 7 Stück und die waren rund um die Uhr eingesetzt. Auf deutscher Seite hat die Räumung zu spät begonnen. Das Versäumnis ist nur schwer wettzumachen. Damit die Räumarbeiten nicht behindert werden und zum Eigenschutz der Menschen, wird über das gesamte Gebiet vom Nord-Ostsee-Kanal bis zur Grenze ein mehrtägiges Fahrverbot verhängt. Das hat Querelen zur Folge, die auf diplomatischer Ebene ausgeräumt werden müssen. Die Räumarbeiten gehen nur langsam voran. Für viele, die zu Hause festsitzen, ist das unverständlich. Kritik gibt es dann ausgerechnet an den Helfern und Rettern der ersten Stunde, an den Panzergrenadieren. Eine zu Beginn des Unwetters ausgesprochene Urlaubssperre hat die Soldaten um ihre Silvesterheimfahrt gebracht. Und der Schneesturm beschert ihnen einen eisigen Dienst rund um die Uhr. Verschnaufpausen sind selten, trotzdem werden sie zur Zielscheibe von miesepetrigen Zeitgenossen. Das bringt manche der anderen Helfer noch heute in Rage. Die Helfer und Einsatzleiter jener Chaostage üben selbst auch massive Kritik. An all denen, die sich durch ihren Leichtsinn selbst in Gefahr bringen und dann völlig unnötig Hilfskräfte binden. 4 Menschen erfrieren in Schleswig-Holstein, weil sie sich verirrt oder ihre Kräfte überschätzt haben. Gedankenlos setzen sich vor allem viele Autofahrer der gefährlichen Verkehrssituation aus. Eine Umfrage der Tagesschau greift das Thema auf. Warum sind Sie unterwegs? Ja, ich komme jetzt von den Hamburger Gaswerken, will nach Haus fahren. Also Sie sind dienstlich unterwegs? Wir sind dienstlich unterwegs, ja. Weil ich von der Arbeit aus Hamburg nach Hause muss. Glauben Sie, dass sehr viele Leute zu Hause bleiben konnten und es trotzdem nicht getan haben? Sicher. Ich hätte vielleicht auch zu Hause bleiben können. Es ist durchaus möglich, dass die jetzt von heute Morgen nach Hamburg reingefahren sind und jetzt auf dem Wege wieder nach Hause sind, also dass das notwendig ist. Glauben Sie nicht, dass heute sehr viele Autofahrer unterwegs sind, die durchaus zu Hause bleiben könnten? Ach, das glaube ich bestimmt. Das glaube ich bestimmt. Das hätten viele zu Hause bleiben können. Diesbezüglich lernen die Menschen wenig aus dieser Unwetterkatastrophe. Das zeigt sich schon 7 Wochen später. Noch bevor der erste Schnee geschmolzen ist, die Schäden repariert sind, folgt im Februar ein zweiter Schneesturm. Wieder versinkt der Norden Deutschlands binnen Stunden im Schnee. Die Folgen sind ähnlich katastrophal wie beim ersten Mal. Wieder ein Verkehrschaos. Wieder festgefahrene Züge. 170 Verstöße gegen das Fahrverbot registrieren die Ordnungshüter. 5-mal mehr als beim vorigen Schneesturm. Dazugelernt aber haben Katastrophenstab und Räumdienste. Rettungsaktionen vergangene Nacht. Eine Millionenstadt versank im Schnee. Berufstätige versuchten, ihre Wohnungen im Hamburger Umland zu erreichen. Die meisten blieben stecken. Anders aber als vor 7 Wochen, der Rettungseinsatz klappte zügiger. Die Bundeswehr gab sofort Alarmstufe Sturmvogel 1. Helfer des Technischen Hilfswerks schaufelten die Nacht durch. In den frühen Morgenstunden melden die Einsatzzentralen der Polizei bescheidene Erfolge. Aber trotz pausenlosen Einsatzes der Räumfahrzeuge sind lediglich die citynahen Verkehrsstraßen befahrbar. Wohn- und Randgebiete stecken weiterhin im Schnee. Nachdem auch diese zweite Krise überstanden ist, kommt die Abrechnung.
Den Schneemassen folgt eine Kostenlawine. Horrende Schadenssummen errechnen sich im privatwirtschaftlichen und öffentlichen Bereich. Insgesamt knapp 150 Millionen Mark allein im nördlichsten Bundesland. Nicht gerechnet die Umsatzverluste, die die Krisentage den Reedereien und Betrieben eingebracht haben. Schwer beschädigt sind sämtliche Hafenanlagen entlang der Ostseeküste. Brücken, Stege und Uferpromenaden können bis zur Sommersaison oft nur behelfsmäßig wiederhergestellt werden. Sämtliche Strandanlagen sind zerstört. Die Sanierung beschäftigt den Küstenschutz auf Jahre hinaus. Mit Steuernachlässen und Stundungen versucht das Finanzministerium in Kiel, Privathaushalte und Unternehmen zu entlasten. Hochkonjunktur in der Heizungsbranche. Heizkörper sind in den nächsten Wochen Mangelware, müssen aus dem Ausland importiert werden. Mit die größten Einbußen beklagen die Landwirte. Gebäude und Ställe sind beschädigt, viele Tiere verendet. Verheerende Verluste gab es in der Ferkelaufzucht, als die Infrarotwärmeanlagen ausfielen. 9000 Tonnen Milch konnten nicht abtransportiert werden, versickerten im Schnee. Viele der begeisterten Vorhaben bleiben später auf der Strecke, vielfach aus finanziellen Gründen. Eine Schneefräse für 180.000 Mark ist für manchen kommunalen Haushalt unerschwinglich. Mit zunehmendem zeitlichen Abstand verliert die Katastrophe allmählich auch ihren Schrecken. Ein einmaliges Naturereignis, eine Ausnahme, so beruhigen sich die Menschen. Und doch hat sich vieles verändert. Die landwirtschaftlichen Maschinen etwa, früher mit 35 PS Motoren ausgestattet, haben heute 150 PS und mehr, sind allradgetrieben, oft mit Frontladern versehen. Somit besser gerüstet für Schneemassen als manches kommunale Räumfahrzeug. Auch könnte ein Schneesturm trotz aller Wucht keine vergleichbaren Schäden im Stromnetz anrichten. Mehr als die Hälfte der Stromversorgung wird in Schleswig-Holstein inzwischen unterirdisch geführt. Eine Naturgewalt wie diese könnte nicht mehr unvorhergesehen über die Menschen hereinbrechen. Das zumindest behaupten die Fachleute vom Deutschen Wetterdienst. Vor 20 Jahren war aus dem Satellitenbild nur die Großwetterlage zu ersehen. Die Vorhersage damals umfasste große Gebiete von 200 Kilometern Länge und Breite. Heute ist die Prognose für wenige Quadratkilometer möglich. Und auch die Dauer des Unwetters ist eher berechenbar. Das alles gäbe den Menschen der betroffenen Region die Chance, vorzusorgen. Lebensmittel und Medikamente, Viehfutter und Notstromaggregate könnten rechtzeitig gekauft werden. Die Vorhersage bis morgen. Zunächst stark bewölkt und verbreitet, zum Teil länger anhaltender Regen. Im Norden in Schnee übergehend, dabei Glättegefahr. In der zweiten Tageshälfte westlich des Rheins auflockernde Bewölkung.
er mehr als 5 Stunden von Neumünster bis nach Schleswig, wo er helfen soll. Auf dem Land, in den Ställen, kein Strom, kein Wasser. In manchen Fällen können Bauern ihre Tiere nicht mehr füttern. Das Problem rumgequält. Ich habe den Dr. Eising in Schubi erreicht, der auch nicht kommen konnte. Er sagte dann, ich werde alles tun, um versuchen, dass jemand kommt und sie abholt, weil es ihm klar war, für ihn meines Erachtens auch klar war, dass der Blinddarm war. Krankenwagen haben keine Chance, durch den Schnee zu kommen und Hubschrauber können nicht starten. Und jetzt kriegten wir den Anruf, dass irgendwo Schubi im Neubaugebiet ein Mädchen abholen sollten. Wir wussten aber nicht, worum es ging. Und wir müssen sehen, dass wir dort schnell ankommen. Für uns war klar, dass es etwas Bedrohliches ist. Die Polizei ist dann vorweggefahren, ein kleines Stück, und dann sind wir beide alleine weitergefahren. Ich wusste auch so ungefähr, wo Schubi lag. Schnee wird nirgendwo geräumt. Es fehlt einfach das Gerät dazu. Empörung, weil nichts mehr geht. Und dann sind wir dann querfeldein, sahen auch Lichter. Die Sichtweite war manchmal unter 10 Meter. Also wir sind auch manchmal angehalten und haben dann erstmal geguckt in der Straße, haben erstmal mit der Schaufel etwas freigemacht, ob das überhaupt eine Straße ist oder ob wir schon auf Feldern sind. Das kann natürlich passieren. Und wir haben uns in der Regel, wenn wir Lichter sahen, da haben wir uns orientiert. Auf einer Linie nördlich von Lauenburg bis Eiderstedt ist der Verkehr praktisch zum Erliegen gekommen. Auch der Kreis Nordfriesland hat inzwischen Katastrophenalarm ausgelöst. Flensburg ist vollkommen abgeschnitten. 150 Orte sind vom Schnee eingeschlossen. In 80 Gemeinden gibt's keinen Strom. Tausende Helfer, vor allem Soldaten der Bundeswehr, haben oft zum ersten Mal das Gefühl, wirklich gebraucht zu werden. Die Menschen sitzen fest. In ihren Häusern, in Autos, auf den Straßen, bei eisigen Temperaturen. Mit dem neuen Jahr flaut der Wind ab. Der Schneefall hat aufgehört. Sechs Wochen später, Mitte Februar 1979, sollte sich, als würde das Wetter noch einmal alles wiederholen wollen, das Land erneut in einem Schneechaos wiederfinden. Insgesamt fordert die Schneekatastrophe 14 Tote. Der materielle Schaden geht in die hunderte Millionen. Trotzdem, eigentümlich, dass Notzeiten bei den Menschen immer auch gute Gefühle hinterlassen, oft genug auch solche, die schlechte Erinnerungen und böse Erfahrungen vollkommen überdecken.